So einen schönen guten Mittag, liebe Freundinnen und Freunde auf Facebook und im Nachgang dann auf YouTube. Herzlich willkommen zur mittlerweile 11. Kulturkantine. Ich freue mich, dass wir das jetzt mittlerweile seit 11 Wochen realisieren. Einen Talk von rund dreiviertel Stunden, 45 Minuten, jeweils Dienstag zu Mittag. Und ich freue mich heute wahnsinnig auf eine tolle Künstlerin und Musikpädagogin, die ich seit bald 20 Jahren wirklich gut kenne, auf Nicole Marti. Hallo Nicole aus Wien. Hallo, nach Vorarlberg. Freue mich, dass die Nicole heute da ist. Nicole, du bist ja eigentlich eine Bregenzerin, oder? Ja. Nicht nur eigentlich, sondern du bist schon eine leidenschaftliche Vorarlbergerin. Ja, absolut. Der Bergkäse ist bei mir immer im Kühlschrank. Das ist super. Das heißt, auf die Kässpätzle oder die Käsknöpfle am Ende des Tages. Genau. Super. Nicole, du lebst seit vielen Jahren in Wien. Jetzt sei mal ganz ehrlich. Wir in Vorarlberg dürfen ja seit 2 Monaten wieder ins Konzert gehen und in Ausstellungen. Wohin führt dich denn dein erstes Konzert in den nächsten Tagen? Ja, es führt mich in den Musikverein, Schön. im Gläsernen Saal, weil ein Kollege von mir aus dem Zentrum für Musikvermittlung dort auftritt mit seinem Ensemble Pneuma und mit dem Vokalensemble Soma. Es ist der Bernhard Höchtl. Und die sind ja sehr aktiv. Unfassbar, die Szene hier poppt jetzt geradezu auf und sie haben schon gezittert, ob es ausgehen wird, aber es geht sich aus. Also ich sitze quasi am 19., also übermorgen, morgen ist es schon, Musikverein. Morgen ist der erste Tag der Öffnungen. Und wirst du dann auch noch ein Wirtshaus besuchen? Das weiß ich noch nicht. Aber ich nehme doch schwer an, du hast die Kaffeehäuser auch vermisst die letzten Monate. Ja, also die Kaffeehauskultur in Wien hat sehr gelitten unter diesen ganzen Umständen und da freue ich mich extrem. Also ich werde jetzt ganz viel in Kaffeehäuser gehen und sie unterstützen, weil manche haben ja zusperren müssen und genau, werde immer sehr viel Trinkgeld geben. Ja, es ist vor allem schon auch ein Kulturgut. Also dieser Ort, Orte der Kommunikation, was die Kaffeehäuser ja gerade in Wien sind, das fehlt schon unglaublich den Menschen. Ja, alle meine Arbeitsgespräche, alle meine Projekte, alles, was ich so quasi aus dem Nichts geschaffen habe, das beruht immer auf einem, also sehr oft auch auf einem Kaffeehausgespräch. Lass uns gleich einsteigen. Nicole, du hast einen Traum Wirklichkeit gemacht. Du hast eine Vision in Wien entwickelt, nämlich die Vision einer Musikschule in Penzing. Man muss vielleicht auch wissen, für uns Vorarlberger, Penzing hat so viele Einwohner wie Bregenz und St. Pölten zusammen. Und da gab es nie eine wirkliche Musikerziehung, nie wirklich musikpädagogische Angebote. Und du hast da vor über 20 Jahren mittlerweile einen Verein gegründet, der mittlerweile im Zentrum für Musikvermittlung aufgegangen ist, einer Einrichtung, die nahe wo am Verein ist, aber Musik, eine Musikschule geworden ist. Kannst du uns ein bisschen was erzählen, was dich da auch getrieben hat in deiner, du bist ja studierte Pianistin, Musikpädagogin, hast aber auch Französisch studiert, also bist Romanistin. Was hat dich da getrieben? Ich nehme doch an, da gab es doch auch viele Leute, die gesagt haben, lass die Finger davon in Wien mit einer Musikschulgründung. Ja, ich hab eigentlich 9 Jahre in einer Musikschule in Niederösterreich gearbeitet und dann bin ich einfach draufgekommen, das sind 12 Stunden im Zug pro Woche. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt schaue ich einfach einmal, jetzt bewirbe ich mich einfach in der Musikschule in meinem Bezirk. Und dann habe ich gesehen, das war neu, also Ende der 90er Jahre, also 1990, 1998, sowas. Und dann bin ich drauf gekommen, dass es keine Musikschule der Stadt Wien gibt im 14. Bezirk. Und genau, und dieser kulturelle Missstand, so haben wir es damals betrachtet, haben wir dann quasi behoben, kann man sagen. Und es ist also ganz nicht uneigennützig gewesen, weil ich wollte einfach nicht mehr 12 Stunden im Zug sitzen. Und jetzt habe ich quasi die Musikschule ums Eck von mir, wo ich wohne. Und ja, das war irgendwie der Urgrund, das ist ganz einfach gedacht. Und dann natürlich das Grundbedürfnis, das weiterzugeben, von was ich selber sehr profitiert habe in meinem ganzen, seit ich denken kann. Also ich spiele Klavier, seit ich 4, 5 Jahre alt bin. Das gehört irgendwie zu meinem Job, also zu meinem Leben. So. Und wie wertvoll mir das einfach geworden ist über die Jahrzehnte, das wollte ich einfach weitervermitteln. Und eben den Jugendlichen und Kindern in meinem Ort, wo ich wohne, einfach auch ermöglichen.
Jetzt kann man das Musikschulsystem von Wien ja nicht mit dem von Tirol, Salzburg oder gar Vorarlberg vergleichen, weil in Wien ja doch auch sehr viel über den Privatunterricht läuft, über die großen Orchester, wo die Musiker auch Privatunterricht geben. Es ist nicht diese Musikschuldichte, wie wir es in Vorarlberg kennen. Trotzdem, wie ist das für dich jetzt? Du hast ein Zentrum gegründet, das heißt ja auch Zentrum für Musikvermittlung und nicht Musikschule. Das wird ja auch einen Grund haben. Wie ist das heute? Bist du Teil dieser Musiklehranstalten oder bist du nach wie vor ein Solitär in dieser Stadt? Ja, also Achtung, Musiklehranstalten heißen sie zum Glück nicht mehr. Die Musikschule in Wien. Gut, gut, gut. Die Musikschule Wien, das finde ich auch viel schöner. Ja, wir sind insofern ein Teil davon, weil wir auch von der Stadt Wien mittlerweile Förderungen bekommen. Und es war ein langer Weg dorthin, aber jetzt bekommen wir Förderungen. Also von Anfang hatten wir auch, aber natürlich einen Betrag, mit dem man nichts anfangen kann. Und das hat sich nach wie vor, also nach und nach gesteigert. Und ja, also auch wir sind ein Teil, weil wir sehr gute Kontakte haben. Wir haben uns jetzt zum Beispiel vernetzt wegen diesen ganzen Impfterminen. Man kümmert sich um uns, dass wir auch Impftermine, also es war sehr nett. Also wir sind einfach jetzt die Musikschule im 14. Das ist irgendwie, zurzeit gibt es noch keine Konkurrenz. Anscheinend wird da was gebaut jetzt in Zukunft, aber da wollten wir uns auch sofort einbinden. Und also wir sind einfach schon eine fixe Institution hier im Westen. Und warum Zentrum für Musikvermittlung und nicht Musikschule? Das war für mich ein ganz wichtiger, also ein wichtiger Grund war, dass Musikschule in Wien, das ist vielleicht anders in anderen am Land, hat so einen bürgerlichen Touch irgendwo. Und wer kommt schon in die Musikschule rein? Also die Eltern müssen gut verdienen, beziehungsweise müssen sie, also so teuer ist sie nicht, aber es ist einfach so der Zugang ein anderer, wie wenn man quasi das niederschwelliger betrachtet. Es hat sich einfach in Wien so etabliert, dass das quasi nur eine bestimmte Schicht anspricht. Jetzt eben nicht aufgrund des Geldes, sondern das ist einfach so. Musikschule ist irgendwo da verankert. Und wir haben dann versucht, mit Projekten darauf aufmerksam zu machen, dass erstens viel mehr Kinder Zugang haben sollten zur Musikschule. Also es sollte niederschwelliger sein. Und zweitens, egal aus welchem Eck sie kommen, aus welchem Hintergrund sie quasi sind. Und das haben wir quasi durch Projekte, wie soll ich sagen, versucht zu unterstützen. Also wenn man Projekte macht, die in Schulklassen sind oder in großen Wohnbezirken sind, dann erreicht man ja alle. Ja. Und daraus wollte ich mir quasi die Schüler herausnehmen, die dann irgendwie auffallen, weil sie musikalisch irgendwie hellhörig sind oder begabt sind, wie auch immer. Und das war der Grund eigentlich. Und damals habe ich sehr viele Musikvermittlungsprojekte gemacht und aus dem wollte ich irgendwie schöpfen, dass es quasi niederschwellig ist und dass alle Zugang haben. Also du setzt sehr stark auf die soziale Kraft der Musik, der Kunst, auch für das Individuum. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wir haben keine Aufnahmeprüfung, bis jetzt noch nicht, obwohl wir einen unglaublichen Zulauf haben. Also Wartelisten und so. Also wir haben über 700 Schüler und natürlich bei Klavier sind die Wartelisten am längsten, aber auch bei anderen Fächern. Und ja, und wir haben trotzdem keine Aufnahmeprüfung. Wir horchen uns die Kinder an, aber es ist keine, sie müssen nicht schon was können, wenn sie kommen. Aber auch um diese Vision, die jetzt Realität geworden ist, nochmal zurückzuführen auf die Zeit vor 20 Jahren. Du hattest der große Unterstützer, die Angelika Kirchschlager. Ich kann mich an Nikolaus Anoncourt erinnern, den ich durch dich persönlich kennenlernen durfte im Austria Trend Center bei einem Konzert vom Ernst Mohle, kann ich mich erinnern, als wir in seinem Agentenzimmer kurz waren und kurz unterhalten konnten mit ihm noch. Du hattest große Unterstützer und doch auch massiven Widerstand, sind wir doch ganz ehrlich damals. Ja, also eigentlich, ich habe ja angefangen mit Unterschriftenlisten, also so wie eine Bürgerinitiative halt startet und da haben alle unterschrieben. Es war damals die Elisabeth Gehrer, ja, apropos, die war damals Bildungsministerin und die hat auch sofort unterschrieben, die hat sogar einen kleinen Mini-Fuzzi-Klangbaustein gesponsert für unsere musikalische Früherziehung, die wir schon in der Sargfabrik installiert hatten damals, 2004. Und ja, also ich hatte tolle Unterstützer, also auch Jörn Holländer und also alle, die irgendwie lieben Säuter damals vom Konzerthaus und Alban Berg Quartett, alle vier damals noch, der Joe Zawinul.
Ja, den habe ich besucht im Birdland. Es war eine unvergessliche Begegnung. Die haben alle einfach in einer, also quasi in einer prominenten Unterstützungsaktion mitgemacht. Und das habe ich dann damals dem Bürgermeister Häupl übergeben. Und er meint, ja, danke für Ihr Engagement, Frau Mate, für diese Sache. Und ich glaube, ich habe damals 1.500 € gekriegt oder so für den Aufbau einer Musikschule. Ja. Gut, sehr nett, nette Geste, aber eigentlich. Eigentlich zu wenig, aber es war ein Türöffner. War durchaus ein Türöffner, oder? Ja, ich habe mir gedacht, dass es mehr wirkt. Ja, wenn solche Stimmen, weil meine Stimme, wer bin ich schon, ja? Wenn solche Stimmen laut werden, da habe ich mir eigentlich mehr erwartet. Also es kam dann lang nichts. Das war nämlich schon 2004. Es hat dann noch 6 Jahre gedauert. Und da ist nichts passiert. Mhm. Da ist nichts passiert. Das war halt viel in den Medien und so. Also wir haben halt immer wieder Aktionen gesetzt. Wir haben eine CD produziert aus einer unmöglichen Musikschule und so. Dann haben wir dann überall gespielt, auf der Sophienalm. Wir haben ja eine Alm, bitte, in unserem Bezirk. Ich bin jetzt Vorarlbergerin sehr, natürlich. Wir Ja. wollten eine Alm haben, die Sophienalm. Da haben wir Zither gespielt und so. Also alles Mögliche. Und das haben wir auf der CD gebrannt und auch dem Bürgermeister Häupl damals überreicht. Danke für Ihr Engagement und das war's. Aber ich will eigentlich eher von heute reden. Das waren aber so die Beginne, genau. Lass mich nur ganz kurz auf die Zeit, auf diese 6 Jahre zwischen 2004 und 2010. Da bist du ja auch als Musikvermittlerin ganz aktiv gewesen. Wir haben damals zusammengearbeitet im Rahmen der Jeunesse auch. Und dann kam das Wiener Mozartjahr, auch dank Peter Mabo, der da wirklich viel möglich gemacht hat. Du hast da ein unglaubliches Projekt gemacht, wo einfach auch sehr schön zeigt, wie man Menschen aktivieren kann. Mozart für Kinder im Grunde genommen, ich weiß nicht, in der Rennbahnsiedlung, glaube ich. Also ich kann mich nicht mehr genau Genau, da am Nordrand von Wien gibt es verschiedene erinnern. Wirklich ein Siedlungen. sozialer Brennpunkt, oder? Genau. Und das war ja lustig, wo ich das Konzept quasi entwickelt habe. Das war eben 2004, also 2 Jahre davor. Und wir sind gefragt worden, weil wir quasi als Team schon recht auffällig wurden. Das war mit mir im Team, war Dietmar Floßdorf und Peter Andritsch und Eva Steinhauser. Und wir haben damals eben für diese Musikschule gekämpft und da waren wir recht auffällig, weil wir auch im Technischen Museum, das ganze Technische Museum bespielt haben und so. Und dann hat er uns gefragt und genau, dann habe ich das Konzept entwickelt und dann war, nachdem ich das Konzept abgegeben habe, Rhythm is it. Quasi Okay. mit dem Berliner Symphoniker. Ja, genau. Genau, das war dann quasi, also wirklich zur gleichen Zeit und das hat mich dann sehr bestätigt in meiner Idee, in so riesigen Siedlungen einfach ein klassisches Projekt auf die Reihe zu kriegen. Und genau, und da haben wir dann eine Wanderbühne aufgestellt und wir haben die Künstler dort vor Ort sehr gut einbinden können. Da war ein Tischler, der hat uns dann mit der Bühne geholfen und wir haben den armenischen Tanzverein eingeladen, auch aufzutreten, dann natürlich die ganze Hip-Hop-Jugendkultur haben wir versucht auf die Bühne zu kriegen. Und das war ein unvergessliches Projekt mit 250 Kindern, 30 Künstlern und einfach direkt vor Ort in den Schulklassen was zu machen. Und das hat mich eben dermaßen geprägt, dass dann die Idee gekommen ist, nicht das Musikschule zu nennen, sondern Zentrum für Musikvermittlung. Das hat mich ganz. Dahin wollte ich auch mit der Frage, weil wenn ich das jetzt ins Jahr 2021 transferiere, die gesellschaftlichen Spaltungen sind ja noch größer wie vor 15 Jahren, wenn man ganz ehrlich ist. Und die sozialen, gerade in Großstädten, ist ja noch viel, viel eklatanter als wir bei uns am Land, also im regionalen Kontext. Wie zeigt sich das heute in deiner Musikschularbeit? Wie erreichst du die Menschen? Oder kannst du überhaupt noch Projekte dieser Art realisieren? Ja, das ist die zweite Frage, um die geht's. Also wir wollten dann eigentlich gleich zum Heidenjahr dasselbe machen, zum Thema Gemma Gassatin, weil das hat der Haydn, Josef Haydn machen müssen. Er war Straßenmusiker, nachdem er von den Sängerknaben rausgeschmissen worden ist. Und mit diesem Gemma Gassatin wollte ich eigentlich damals ein Straßenmusikprojekt machen. Da gibt es ja ganz tolle Musiker, die jetzt das sehr Renommee haben, die damals die auch Straßenmusiker waren. Das wurde dann nichts aufgrund des Geldes. Ja. Und die Angelika Kirchschlager war damals Schirmherrin bei Punkitititi Mozart für Kinder, so hat es damals geheißen. Und sie hat gemeint, das sollte man jetzt jedes Jahr machen. Und das ist halt immer eine Geldfrage. Und die gibt es momentan gar nicht. Also Musikvermittlung ist ja zu der Zeit wirklich sehr, das muss sehr leiden jetzt. Ich lag uns ja, also genau, momentan sowieso. Aber
Es stand halt damals sehr viel Geld zur Verfügung und das macht es halt aus, das braucht es halt. Aber wie erreiche ich sie jetzt? Also wir haben hier im Zentrum für Musikvermittlung Patenkinder, die wir quasi, wo wir den Unterricht zahlen. Und wir haben ein Projekt initiiert, das aber schon der Stadtschulrat übernommen hat. Das ist klingendes Klassenzimmer. Ah, ja. Haben 12 Schulklassen, wo eine tolle Sopranistin, fantastische Pädagogin mit den Schulklassen einfach singt. Und wir haben mit 2 Klassen begonnen und dann sind es 4 geworden, 6, 10 und so weiter. Jetzt sind es 12 und es sind 2 Schulen im 14. Bezirk. Und das läuft nach wie vor, aber ohne unserem Zutun. Wir haben es initiiert, wir haben sehr viel Geld investiert, dass das eben möglich ist. Und das ist momentan eine Musikvermittlungsgeschichte, die ständig läuft, jede Woche. Und als zweites momentan haben wir eine tolle Zusammenarbeit mit der Musikuniversität, mit Dietmar Floßdorf, der dort Professor ist für Musikvermittlung, also ein Lehrbeauftragter, genauer gesagt. Und er macht gerade was mit Jugend am Werk, mit Lehrlingen dort, mit Tischlern, mit zukünftigen Tischlern. Ein Projekt mit einer Filmkomponistin und mit einer Filmerin. 2 Frauen, was ich auch super finde. Zufälle, glaube ich. Und sie quasi filmen aus ihrer unmittelbaren Umgebung, wie sie quasi spüren, dass sie noch fremd sind, obwohl sie womöglich zweite oder dritte Generation sind. Sie machen kleine Kurzfilme mit ihren Videos, also mit ihren Handys, zusammengeschnitten und sie werden mit der Filmkomponistin gemeinsam und mit Studierenden und Lehrern von hier, vom Zentrum für Musikvermittlung, eine Filmmusik komponieren oder zusammenstellen. Und das wird riesig, das ist ein Kulturkatapult-Projekt von der Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler initiiert. Und Dietmar hat das ganze Konzept und alles gemacht und wir machen die Veranstaltung in einer Kaserne. Es wird total spannend, weil wir haben letztes Jahr schon gesucht nach einem großen Ort in Penzing, der eher so Corona-sicher ist. Und damals dachten wir, na, das wird schon längst vorbei sein, ja, die ganze Pandemie. Ist es noch nicht und jetzt können wir es wirklich machen am 24. Juni. Und da sind wir schon recht aufgeregt. Also das ist momentan da, wo wir jetzt durch natürlich Dietmar Floßdorf, der das ganze Konzept und alles gemacht hat, erreichen wir eine ganz spezielle. Du hast mir ein Stichwort geliefert, nämlich das Singen in Schulen. Auch das Thema elementare Musikpädagogik, Thema Vernetzung mit Volksschulen. Ist das auch ein Thema für dich in Penzing, wie man das auch Ja. strukturiert? Also wir in Vorarlberg versuchen das ja wirklich flächendeckend anzubieten. Also wir haben zumindest im Landtag den Beschluss gefasst, dass man es flächendeckend anbietet. Wie siehst du das als Chance auch in einer Großstadt, in einer Metropole wie Wien? Das ist großartig, das habe ich schon gehört, dass ihr das macht. Das ist eigentlich in Ungarn vor vielen Jahren, ja, mit Kodály und so, das war, da, jedes Kind hat da sofort einen Bezug zu Musikpädagogik oder einfach zu Musikunterricht gehabt. Und das ist eigentlich, ja, sollte es so sein. Die Stadt Wien hat da auch schon einige Initiativen gestartet. Ganz schon lang gibt es ja die Singschule. Und LMU, das ist jetzt noch nicht so alt. Und wir haben quasi parallel wir waren ein bisschen vor der Stadt Wien, haben wir das klingende Klassenzimmer initiiert. Das war so, ja, ein Schritt im Voraus. Aber ich finde ja, man sollte viel früher anfangen. Und wir haben das Krabbelkonzert hier 2015 installiert. Also ich kann schon sagen, installiert, weil es jedes Semester einmal stattfindet. Und es ist auch ein Konzept nicht von mir, sondern von Andrea Apostoli, einem Konzertpädagogen. Und da merke ich schon, dass die Eltern, das ist immer ausverkauft, ja, also das ist ein voller Run darauf. Und da merke ich schon, wenn es hier beginnt, nämlich genau in diesem Alter zwischen 0 und 3, also wenn sie da einen Zugang finden zu Musik, aber nicht nur wegen Lieder, nicht nur die herkömmlichen Volkslieder, sondern wirklich zu komplexer Musik wie Strawinski oder Ligeti oder dann passiert da ganz viel. Ja? Und dann haben sie mehr oder weniger eine Tür schon offen
in Richtung Musikausbildung oder halt Musikwahrnehmung, eine ganz andere. Und dann natürlich Früherziehung, ja, also elementare Musikpädagogik fängt bei uns auch schon eben mit Eltern-Kind-Gruppen an, da kommen sie auch schon mit 6 Monaten und ab 3, 4 sind sie dann in der musikalischen Früherziehung und bei uns haben sie dann auch noch Vocalino und das leite ich, das ist Singen mit Kindern ab 4, 4, 5, also im Vorschulalter, was ich auch sehr, sehr entscheidend finde, weil in der Schule wird schon gesungen, aber viel, viel zu wenig und oft mit CD-Background-Musik, also so quasi, wo man dann oft nur dazu nicht singt, sondern schreit. Und genau, im Zuge einer Ausbildung, die ich gegeben habe für Volksschullehrer, habe ich gemerkt, wie wichtig das auch wäre, wenn die Volksschullehrer und Lehrerinnen sich mehr trauen würden, einfach in der Schulklasse zu singen mit den Kindern. Wie wichtig erachtest du das, dass die Volksschullehrer mit den Musikschullehrern, also die ausgebildeten Musikschullehrer mit den Volksschullehrern auch im Tandem unterrichten, gerade wenn es um Singen geht beispielsweise oder Tanzen? Genau, unbedingt, das machen wir ja mit dem klingenden, also haben wir gemacht mit dem klingenden Klassenzimmer. Da sitzt natürlich die Volksschullehrerin auch immer mit dabei, also die Katrin Autzinger, ich kann ja auch den Namen erwähnen, ich bin sehr, sehr, sehr glücklich mit ihr gewesen jetzt leider, also wir sind noch in Kontakt, aber sie macht das jetzt ganz eigenständig und sie hat quasi immer im Hinterkopf, so sie macht eigentlich jedes Mal auch eine Ausbildung, ja. Sie gibt quasi Tipps, indem sie es einfach tut, auch der Volksschullehrerin, weil die tut dann die Lieder weiter singen, ja. Also das wird dann nicht nur einmal in der Woche, sondern es wird dann mehr oder weniger weiter musiziert und das ist sowas von vernetzt und wir haben auch, die Katrin Autzinger lädt auch immer Lehrer und Lehrerinnen ein vom ZMV, das ist unsere Abkürzung, in die Volksschule zu kommen, um dieses Instrument vorzustellen. Also wir haben aus diesen Volksschulen, aus diesen 2 Volksschulen, haben wir ganz viele Schüler, weil dann kommt der Hornist und spielt auf oder die Geige oder was auch immer, also es ist immer noch eine Zusammenarbeit. Ihr seid richtig ein pulsierender Ort geworden für Penzing, für den Stadtteil in Wien, auch als Konzertveranstalter. Das kommt noch hinzu, ja. Also da muss ich kurz erwähnen, unsere Struktur besteht aus Unterricht. Das ist eine Musikschule, wie es halt normal ist, was es halt dazu gibt. Einzelunterricht, Gruppenunterricht, Musikkunde, Orchester. Wir haben ein spezielles Fach Songschreiberei. Also Jugendliche machen Lieder, also schreiben Lieder und es wird dann wirklich mit Profis aufgeführt, also mit einer professionellen Band präsentiert. Wir haben Bands, Ensembles, ja, und jedes Monat ein Vorspiel, eine Open Stage, wo man verschiedene Sachen ausprobieren kann. Das ist unsere Musikschule. Dann haben wir als zweites Fach zweite Säule. Ja. Zweite Säule ist Konzerte und Konzertpädagogik und die Konzertpädagogik lief eigentlich immer parallel, weil ich jetzt persönlich immer wieder angesprochen worden bin von der Jeunesse oder von dem Tonkünstlerorchester oder auch vom Vorarlberger Sinfonieorchester. Hatte ich auch 2-mal das Vergnügen, auch mit Kirill Petrenko, das werde ich nie vergessen, Gustav Mahlers 4. das war sehr, sehr spannend. Und da hatte ich also immer parallel so Projekte, aber auch im ZMV selber haben wir einige Projekte entwickelt, die Weltenbummler, die jetzt der Groove Trotters heißen, die immer noch dasselbe Konzept spielen, ganz Europa, sind 2 Perkussionisten, unter anderem Claudio Spieler, auch ein Vorarlberger, und dann ein Lied lang mit klassischem Gesang für Kinder. Also wir haben vieles auch hier schon gemacht, aber natürlich auch auswärts. Und was aber ganz groß geworden ist, was ich nicht erwartet hätte am Anfang, ist unsere Konzertschiene. Und das hat eigentlich begonnen mit einem, der in der Nachbarschaft gewohnt hat, also jetzt immer noch wohnt, mit Thomas Ladstätter. Der ist einfach einmal reinspaziert und hat gemeint, bitte, jetzt so klasse Musiker,
Da machen wir doch Konzerte, ja? Und ich, um Gottes Willen, das auch noch. Ich war schon leicht überfordert mit allem anderen, mit dem Aufbau der Musikschule. Aber das hat sich dann so etabliert, das hieß Konzertsaalenreihe. Und es war am 1., 2., 3., 4., 5. Es ist großartig. Also das ging über Klassik-Songschreiberei. Der Ivan Ehret war bei uns. Kurt Schwerzig war zweimal schon bei uns. Also Kurt Schwerzig ist ein Penzinger, der berühmte Komponist. Und ist auch Ehrenmitglied seit erster Stunde. Und der war auch schon zweimal bei uns aktiv. Und ja, da kamen Leute, die jetzt in unglaubliche Karrieren inzwischen machen und die ganze Welt bereisen mit ihren Bands. Also zum Beispiel der Lukas Lauermann, der jetzt groß in den Wiener Festwochen aufgetreten ist, hat schon bei uns gespielt. Genau. Mhm. Genau, also viele, die jetzt auf der Bühne waren vorigen Freitag, haben hier schon gespielt. Die strottern auch schon bei dir? Ja, die strottern. Die strottern haben bei mir die Eröffnung gespielt. Oh, wow. Ja, das allererste Konzert waren die strottern dabei. Mhm. Ja, das werde ich auch nicht. Die Konzertschiene bleibt erhalten, die ist weiterhin am Konzert. Die Konzertschiene, genau. Also es geht jetzt momentan ja gar nichts, ja. Aber wir haben inzwischen in unserer Nachbarschaft einen wunderschönen Saal, den hat es auch nicht am Anfang gegeben, die Lorelei. Haben wir sehr oft bespielt, auch mit Krabbe-Konzerten, aber auch mit Orchesterkonzerten und ganz viel. Also wenn wir mehr oder weniger auch quasi als Home-Band haben, sind die Gesangskapelle Hermann, das möchte ich auch erwähnen, die ja bei uns auch viel proben und so, wenn die noch nicht bekannt ist, bitte, da kann man zurzeit voten, die sind für den Amadeus Award. Waren in Blue Dance vor... Die waren in Blue Dance, genau, die waren noch gestreamt, gell? Ja, noch gestreamt, ja, in der Remise. Haben noch gestreamt, das war das letzte Konzert, bevor es dann live geworden ist. Ja, genau. Ja, also sind sehr viele Bands und Ensembles, die irgendwie ZMV-Bezug haben. Shake Stew zum Beispiel ist auch ganz groß in der Zeit. Das ist der Niki Deub, der da am Schlagzeug ist. Also es sind wirklich, und die haben alle bei uns mehr oder weniger auch angefangen, kann man sagen. Und diese Schiene geht jetzt weiter. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Schwerpunkt auf die Schüler gesetzt. Penzing Youngstars, weil die Schüler jetzt schon so großartig sind. Da führen wir eben so Konzerte auf, die Schüler spielen zum Beispiel Klavier-Solo, also Klavierpart, und es gibt das Streichquartett, das ist ein Klavierkonzert von Mozart zum Beispiel mal aufgeführt mit Schülern. Und dann sind sie oft so Vorgruppen von anderen Konzerten. Und naja, was ist unser nächstes Konzert? Es ist das Krabbe-Konzert, das nächste Konzert, ja. Was ich gerade jetzt wieder so heraushöre, ist einfach, welche Bedeutung Musikschulen als Kulturträger haben, so im regionalen Kontext. Ich meine, Penzing ist ein Stadtteil, es ist eine eigene Stadt, da ist ja alles da. Aber Musikschulen haben eine unglaubliche Kraft, da geht unglaublich nicht nur die pädagogische Schiene, ich meine, es machen wenige das, was du machst, nämlich die Mischung aus Musik, Musikvermittlung und dann ein Konzert rein zu haben. Aber eigentlich ist das Um und Auf einer zeitgemäßen Musikschularbeit. Absolut, also ich merke auch, dass das jetzt immer mehr Musikschulen auch machen. Also ich habe es jetzt in Niederösterreich ein bisschen beobachtet, also bald so Musikschulmanagement so mitbekommen, was die jetzt alles so Überlegungen machen, und das geht sehr in diese Richtung. Für mich war das irgendwo auch damals durch den Thomas Ladstätter, der gemeint hat, hey, mit diesem Kapazundern, den wir da im Team haben, müssen wir fast Konzerte machen. Und das war mir auch klar. Nur, das muss halt dann jemand machen. Ja? Und das war ich einfach, ich meine, man muss ein gutes Team haben dafür. Und das haben wahrscheinlich die Musikschulen viele nicht. Die sind schon quasi über drüber mit dem ganzen Musikschulmanagement beschäftigt. Und ich hatte halt auch das Glück, also ich glaube, das ZMV steht und fällt mit dem Team, das dahinter ist. Und leider ist Thomas Latschert jetzt nicht dabei, aber jetzt habe ich Peter Andritsch, der jetzt die Kulturveranstaltungen macht, und auch ein Kapazunder, ja. Also das ist einfach so ein, der hat mit mir nämlich auch den Verein aufgebaut, und also vor vielen Jahren. Und so ein Glück muss man einfach auch haben, dass man Leute hat, die dran glauben und die jetzt nicht wirklich, also es geht am Anfang einfach nicht ums Geld. Man kann dann schauen, was man dann aufstellt, aber im Grunde geht es um diese Kraft, an die wir glauben, die Kultur hat. Ja? Also
Barenboimer sagt ja, die Kultur stärken ist die Gesellschaft verbessern. Also wenn man die Kultur stärkt und wenn man daran glaubt, dass die Kultur unfassbare Kraft hat, nämlich Leute in Verbindung zu bringen, egal welche soziale, also welche Religion, Rasse, also was auch immer, spielt alles keine Rolle. Kultur verbindet einfach. Und das spürte ich damals ganz stark bei Punkititi, die Mozart für Kinder. Da haben wir ja auch türkische Hochzeitsmusiker eingeladen zum Spielen zu Alaturka, Mozart Alaturka. Also das war einfach so eine unfassbare Energie, die da quasi bei den Volksschulkindern ausgelöst hat. Und die Volksschullehrerinnen haben damals auch gesagt, das war das beste Integrationsprojekt. Aber wir dachten damals nicht an Integration, wir dachten an Mozart. Ja. Und drum, also seitdem steht und fällt mit den Leuten, die sich über drüber engagieren, weil sie eben an diese Kraft denken. Und ich bin mir überzeugt, dieses Zitat ist für mich sowas von Wichtiges, stärkt die Gesellschaft. Ich merke es bei jedem Klavierunterricht, den ich gebe, wenn ein Schüler dann auftritt, wenn er dann mit diesem Selbstbewusstsein, ich kann was und ich habe mir das selbst erarbeitet und ich bin da jetzt Stunden gesessen, habe mich geärgert und was, ich kann es immer noch nicht. Und dann geht es aber so, kommt da plötzlich ein Klick und es begreift, also das Kind begreift dann irgendwas und tritt dann auf. Und da merkt man, die Kinder, ja, wachsen um einen Zentimeter und werden in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt. Und das ist es einfach. Es stärkt. Kultur kann unglaublich viel Kraft geben. Weißt du ja, dass ich auch ein leidenschaftlicher Kulturpolitiker bin und du sprichst mir aus der Seele, wenn du sagst, stärkt die Gesellschaft. Ich meine, die Systemrelevanz von Kunst und Kultur hat man die letzten 15 Monate ausführlich gesprochen. Ich glaube, das wissen wir beide auch. Und trotzdem, glaube ich, kannst du auch ehrlich ein bisschen Feedback geben, wie du Kulturpolitik generell wahrnimmst. Was würde denn eine Musikschule von einer Kulturpolitik erwarten, von einer, was sagt man, einer aktivierenden, zeitgemäßen Kultur- und Bildungspolitik? Es ist ja auch ein Bildungsfaktor, Musikschulunterricht. Ja, mehr Geld. Am Ende des Tages reduziert sie es immer auf Geld, aber um zum Geld kommen, braucht sie auch Inhalte. Ja, na, Inhalte gibt es insofern, da seid ihr eh am besten Weg in Vorarlberg. Also ich finde es großartig, die Idee elementare Musikpädagogik einfach zu streuen, ja, wo es auch geht. Und ich finde auch, die Erwachsenen sollten auch damit einbezogen werden. Wir wollten es auch einmal starten, das war ein Plan, EMP für Erwachsene anzubieten. Wir haben auch Erwachsene, im ZMV, ja. Und ich glaube, das kann auch extrem kulturverbindend, also einfach diese vielen Probleme, diese Gesellschaft, die sich jetzt immer mehr spaltet, also nicht nur jetzt quasi Menschen mit Migrationshintergrund oder muslimischem Glaubens oder jetzt kommt eine neue Schicht, das merke ich einfach, die Parallelgesellschaft, so quasi die, ich meine, ich spreche es jetzt einfach aus, aber ich erlebe es, Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner, ja, also es gibt welche, die sich jetzt weigern zu impfen, ich meine, das ist eine sehr persönliche Sache und ich will da jetzt nicht irgendjemanden da neidrücken. Genau, aber es gibt so viele Sachen, die aufbrechen und die einfach auch Gegner schaffen. Und Musik schafft keine Gegner. Ja? Also man hat irgendwie, wenn man ein Projekt macht, egal wohin man kommt, es ist automatisch verbindend und es kann quasi Brücken bauen zu allen. Darum sehe ich das nicht. Also in der Schule ist es natürlich am besten verankert, wenn man da alle erreicht, aber es sollte unbedingt auch was für Erwachsene geben, die sich einfach in so Musikprojekten oder Musikvermittlungsprojekten begegnen, die ja aus ihrem Alltag gerissen werden dadurch. Und das ist jetzt genau das, was der Dietmar Floßdorf mit diesem Projekt macht für Kulturkatapult. Also die sind in ihrer Werkstatt und tun Tischlern. Und dann kommt jemand und macht mit ihnen so ein Projekt. Und das wird sie immens beeinflussen. Es gibt auch eine Evaluation von der Musikuniversität aus. Also das ist einfach, das soll es viel, 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 viel mehr geben.
Das ist natürlich, stellen wir das in der Großstadt viel schwieriger vor, als wir bei uns auf dem Land oder in den Kleinstädten, wo es Blaskapellen gibt, wo es Chöre gibt, wo es ein unglaublich dichtes Vereinsnetz gibt, auch im Sport natürlich, Genau. wo man auch viel näher an dieser Vereinskultur dran ist, wo man viel mehr Menschen auch in einem gesamtstädtischen Kontext erreicht, als in der Großstadt, wo man viel anonymer ist und wo viel mehr Menschen vereinsamen. Und gerade durch die Pandemie, glaube ich, aber da kann Musik schon auch eine heilende Kraft darstellen oder Kultur an sich, die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur. Bin immer sicher. Es ist ja einerseits ist es ja, wie soll ich sagen, Kultur ist auch was sehr Nationales. Ja? Also wir fühlen uns als österreichische Kultur gegenüber der deutschen Kultur oder die Vorarlberger haben eine eigene Kultur, die Wiener haben. Und das ist irgendwo, das stärkt so quasi, ich bin, wenn ich zum Beispiel stolz sage, ich bin eine Vorarlbergerin, bin ich stolz aufs Land, auf die Berge, auf den Bodensee. Und ich fühle mich total verwurzelt. Und auch was weiß ich, die Volksmusik vom Ländler, ja. Also das macht mich irgendwie stark, ja. Und da kann man sich auch abkapseln, ja, und sagen, ah, ich will von der anderen Kultur nichts wissen, um Gottes Willen, diese arabische Musik, ich kann es schon immer hören und so, hört man aus diversen Autoradios und so, man kann sich also abgrenzen oder man sagt, Moment, arabische, also quasi persische, Länge, ja. unfassbar spannend und man sagt quasi, Kultur verbindet, ja, und also es ist quasi beides, einerseits man zieht sich zurück, biedermeierlich, und andererseits ist aber Kultur deshalb so stark, weil es eben verbinden kann, wenn es zum Beispiel eine politische Krise gibt, jetzt zum Beispiel mit Erdogan, ja, also ja, ganz aktuell, ja, Erdogan verflucht, ja, diese Geschichte mit der israelischen Flagge auf dem Bundeskanzleramt. Okay, es gab solche Situationen, gab es oft schon. Und früher, ich weiß es vom Außenministerium direkt, also weil mein Vater war dort tätig als Kulturattaché, was macht man? Man schickt ein Orchester hin. Ja, Versöhnung, wenn gar nichts mehr geht, schickt man die Philharmoniker, die Symphoniker, das Wiener Mozartorchester, bla bla bla. Die schickt man hin, um wieder eine Basis zu schaffen. Also ich finde es eben so, dieses Krasse, so quasi einerseits Kultur schafft für mich, mein Raum, eine Heimat, ja, und auf der anderen Seite kann das Brücken bauen, die Politik nicht schafft. Ist auch das, was Daniel Barenboim mit seinem Divanorchester macht. Der macht es ja wirklich sehr exemplarisch vor, Genau. auch eigentlich sehr erfolgreich, aber wird die Welt damit nicht verändern. Aber es ist zumindest ein Zugang. Aber zum Stichwort Heimat, Nicole, jetzt bist du doch schon ein paar Jahre in Wien. Ich glaube schon über 25, wenn ich hochgerechnet habe, oder? Ungefähr. Oh Gott. Ein Bin nass. wir spekulieren jetzt nicht, aber so 40 Nabel sind. Nein, nicht so lang. 35, so ungefähr. 35 Jahre schon, unglaublich, wie die Zeit vergeht. Du bist aber doch, deine Heimat ist, wie du selber sagst, Vorarlberg, ist Bregenz. Ich sage immer, also wenn ich frag, also wenn man mich fragt, woher ich komme, egal wo ich bin, gerade auf der Welt, dann sage ich aus Bregenz. Also Bist was ja auch sehr tief verwurzelt in Bregenz. Wir wissen heute, dein Großvater, dein Opa war Bürgermeister von Bregenz in den Jahren 1950 bis 70, Karl Tizian. Also du hast natürlich auch du beschäftigst dich natürlich auch mit deiner Heimatstadt. Wie nimmst denn du Bregenz und Vorarlberg heute wahr mit dieser? Ich meine, du bist immer wieder da, aber du lebst in Wien. Also Bregenz ist für mich Urlaub. Schön. Bregenz ist für mich Urlaub und es ist ein Kulturort. Also für mich ist das Schönste am Kornmarkt einfach Kornmarktplatz zu spazieren und irgendwie eine Sommerbühne aufgerichtet zu sehen und es spielen gerade die Wiener Symphoniker, was ja Wiener sind, aber das im Sommer, das mit den Festspielen und mit dieser, es ist fast schon südländisches Flair durch den See und die wunderbaren Lokale, die es jetzt gibt und das Coop, ich meine, das Coop ist ja auch fantastisch. Es gibt so viel Kunst und Kultur in Bregenz. Muss das Künstlerhaus jetzt natürlich auch erwähnen. Das Ja. lebt jetzt aus, das Künstlerhaus. Genau, also es geschieht ganz, ganz, ganz viel. Gibt es Und einen ich finde Lieblings? ja großartig, dass das Burgtheater ja kurz ein Gastspiel gemacht hat jetzt. Beispielhaus, Und ja. diese Verbindung finde ich so schön, ja. Und da muss ich dazu sagen, das hat mein Opa. Der hat sehr drauf geschaut, dass die Festspiele nach dem Krieg wieder weitergehen. Also der war
der ist, ich weiß nicht, zigmal im Tagebuch kann man es nachlesen, zigmal nach Wien gefahren, damit eben die Bregenzer Festspiele weiter Bestand haben. Opa muss ein großer Visionär gewesen sein für Bregenz. Der hat ja wirklich auch diese Gründungsphase des Landestheaters, da war er schon Bürgermeister, der hat ja wirklich viel möglich gemacht, also Bürgerbeteiligung eigentlich damals. Ja, genau, genau. Er war ja Kultur, also Kultur, Kunst. Kunsthistorik? Kunstgeschichte war sein Rückhalt, sein Fach, genau. Schön. Gibt es einen Lieblingsort in Bregenz, wo du dann immer bist, wenn du da bist? Die Mili. Die Mili. Das Schwimmbad für alle Nicht-Vorarlberger. Mili und Fender. Der Fender. Also ich schaffe das Geschliff mittlerweile in 52 Minuten. Ja, das ist aber gut, es gab auch Zeit, da habe ich 1,5 Stunden gebracht. Ja, Nicole, das war jetzt ein total ehrliches und super Gespräch über deine Zeit, die du momentan insbesondere im ZMV, im Zentrum für Musikvermittlung verbringst. Eine Frage hätte ich noch. Du hast so eine wunderbare Tafel hinter dir, wo ich nicht sehe, aber Kunstwerk oder Tafel? Mittlerweile glaube ich, es ist ein Kunstwerk, ja. Oder? Ja, na, die Kinder, die da Unterricht haben, fragen auch immer und würden gerne am liebsten die Kreide schnappen und auch was draufmalen. Das ist von Stefan Emmelmann, das ist ein Kunstwerk. Und es ist einfach nur die Schrift, die heißt Flickering Light, also ein flackerndes Licht. Ja. Und wenn man genau hinschaut, sieht man auch so ein bisschen, also wenn man so ein bisschen die Augen zumacht, dann sieht man auch ein bisschen das Licht. Bleibt eine Schlussfrage für mich, die aber hochpolitisch ist, nämlich im Arbeitsprogramm der Bundesregierung steht drin, Ausbau der Musikschulen hin zu Kunstschulen. Ist das ein Thema, weil ich auch für das Kunstwerk da hinten, auch mit bildender Kunst, ist das ein Thema für dich, wie man Musikschulen weiterentwickelt, die Kunstschulen? Das wäre großartig. Tanz haben wir nämlich auch schon. Mhm. Bei mir, also Kunst ist Malerei, Musik und Tanz, oder? Literatur, Schreiben? Literatur. Genau, also im Grunde ist es eine großartige Idee, weil es tut meistens eh überlappen. Also wenn man einen Weitblick hat beim Unterrichten, nimmt man mal einen Text her und Songschreiberei ist ja auch schon quasi Dichten. Und malen tun die Kinder sehr gern zur Musik, also wieso nicht? Ja? Und apropos, es gibt ja noch was, es gibt auch Film. Und da bin ich ganz stolz, unsere erste Filmproduktion wird jetzt endlich präsentiert werden können. Also wir sind quasi in die Kunstsparte Film jetzt auch schon geraten. Das ist der Kinderchor Benzig. Das ist ein normaler Musikschulchor, der eine Aufführung gehabt hat vor einem Jahr zum Beethoven-Jahr. Das ist gescheitert und jetzt haben wir quasi kurzerhand einen Film gedreht. Mhm. Über Beethoven. Also nicht über Beethoven, es ist eine Geschichte von einem schwerhörigen Burschen, der also... Und alle Stücke basieren auf Zitaten von Beethoven. Also es ist sehr Beethoven-lastig. Das heißt, eigentlich könnte man die Frau Staatssekretärin Meyer zu dir einladen. Sie könnte sich das Projekt einmal anschauen, zum schauen, wie eine Kunstschule funktioniert. Ja, also so weiß man noch nicht. Das sind noch keine Schüler, die hier zeichnen. Sondern aber die Filmproduktion ist ja in der Schule entstanden. Es ist Tanz, es gibt wirklich auch dieses Netzwerk an Institutionen vor Ort. Also Chapeau, was ihr da macht, großartig. Danke, liebe Nicole, für das tolle Gespräch. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung, Christoph. Ich freue mich sehr, dass wir auch so wieder in Kontakt bleiben. Ich freue mich, wenn wir im Sommer am Kornmarktplatz mal einen Kaffee trinken können. Das wäre echt toll im Café Künstler oder wo auch immer oder im Kupp-Café. Das würde mich wirklich freuen, weil wir uns lange nicht mehr persönlich gesehen haben aufgrund der Pandemie. Ich darf mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken für das Zuhören. Man kann es dann im Nachgang auf YouTube anschauen. Nächsten Dienstag begrüßen wir den Kultur- und Bildungsstadtrat von Wels, Johnny Reindl-Schweighofer, sozialdemokratischer Kulturpolitiker, den ich wahnsinnig schätze, mit dem ich seit vielen Jahren auch einen Austausch pflege im Bereich des Städtebundes. Und ja, das ist nächsten Dienstag und ich freue mich und wünsche dir, liebe Nicole, alles Gute nach Wien und einen schönen Nachmittag. Ciao, ciao. Danke.